In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man einen Punkt an einer Ebene spiegelt, und zwar kurz und schmerzlos. Bevor wir uns das ganze Lösungsweg anhand einer Beispielaufgabe anschauen, wollen wir ein paar Grundlagen klären. Die erste Voraussetzung, dass ihr diesen Lösungsweg versteht, ist die Punktspiegelung zu kennen. Davon kann ich jetzt an dieser Stelle nicht ausgehen, also nicht ausgehen, dass jeder die Punktspiegelung noch in Erinnerung hat. Deshalb ganz kurz ein kleines Beispiel. Und zwar, wir haben zwei Punkte, P und L. Unser Ziel ist, P an L zu spiegeln, so dass wir die Koordinaten des Spiegelpunktes oder Bildpunktes P' bestimmen. Dafür stellen wir uns das Ganze anhand einer kleinen Planskizze vor. Also, wir haben einen Punkt P und einen Punkt L. Und wir möchten P an L spiegeln, so dass auf der anderen Seite hier in gleicher Entfernung von L P' entsteht. Also unser Ziel ist, die Koordinaten vom B' zu bestimmen, wobei L genau die Mitte zwischen P und P' ist. Dafür benutzen wir eine Grundlage, eine sehr wichtige Grundlage der Vektorgeometrie, und zwar Linearkombinationen. Damit meine ich, wir wählen einen Startpunkt, am besten einen Koordinatenursprung. Und was wir eigentlich bestimmen möchten, ist der Ortsvektor von O zu P'. Das entspricht dann den Koordinaten des Punktes P'. Und wir brauchen über die bekannten Punkte einen Alternativweg von O nach P'. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir über P und sagen OP plus 2 mal PL, weil PL gleich ist mit LP'. Oder noch kürzer, der Weg nehme ich jetzt auch. Wir sagen dann OL plus, statt LP' können wir den Vektor PL von hier oben nehmen. Und damit haben wir sozusagen unsere Linearkombination oder Vektorkette. Also OP' ist OL plus PL. Dann können wir das Ganze schnell ausrechnen. OL ist nichts anderes als der Punkt L geschrieben als Vektor. 7, 4, 7 in diesem Fall. Und PL ist natürlich ein Richtungs- oder ein Verbindungsvektor und das bedeutet nichts anderes als L minus P. Also 7 minus 1 sind 6, 4 minus 1 sind 3 und 7 minus 1 sind wieder 6. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, haben wir dann 13, 7 und wieder 13. Das ist der Ortsvektor zu P' und entspricht gleichzeitig die Koordinaten des Bildpunktes P'. Also 13, 7, 13. Das ist die Punktspiegelung und das ist auch die Grundlage für unser Lösungsweg später. Eine andere Grundlage, die noch von großer Bedeutung ist, ist die gegenseitige Lage von Geraden und Ebenen. Aber hier ist es nicht so wild. Anhand der Beispielaufgabe, für den Fall, dass ihr es vergessen habt, werdet ihr euch mit Sicherheit daran erinnern. Und jetzt zu unserer Beispielaufgabe. Also, wir haben einen Punkt P, der ist gegeben und wir wollen an der Ebene E spiegeln. Und damit die Koordinaten des Bildpunktes P' bestimmen. Um das Ganze besser zu verstehen, werden wir natürlich wieder eine Planskizze benutzen. Also, hier an der Seite können wir uns Folgendes vorstellen. Die Ebene kann man geschickterweise als so eine Art Parallelogramm darstellen. Also, das ist die Ebene E. Und dieser Punkt P, den wir haben, ist ungefähr hier. Wenn wir ihn spiegeln wollen, wird das Ganze wie folgt aussehen. Also, wir gehen erstmal senkrecht zu der Ebene hier und dann im gleichen Abstand auf der anderen Seite der Ebene wird P' auftauchen. Wenn wir jetzt senkrecht zu der Ebene gehen, dann, vielleicht erinnern sich die meisten von euch daran, dieser Punkt hat einen ganz besonderen Namen, der heißt Lotfußpunkt. Den kürzen wir jetzt ab mit L. Und die Wahrheit ist, um P an der Ebene zu spiegeln, brauchen wir eigentlich nur den Lotfußpunkt. Dann handelt es sich nur, wie vorher besprochen, eine Punkt-Punkt-Spiegelung. Also, unser Ziel wird es sein, diesen Lotuspunkt zu bestimmen. Deshalb ist das auch unser Schritt Nummer 1. Um den zu bestimmen, brauchen wir eine sogenannte Hilfsgerade. Also, durch diese drei Punkte ziehe ich eine Geradengleichung durch und die bezeichne ich mit G. Und natürlich steht diese Geradengleichung orthogonal zu der Ebene. Und wir erinnern uns, für eine Geradengleichung werden immer ein Stütz- und ein Richtungsvektor benötigt. Der Stützvektor
Dazu braucht man einfach einen festen Punkt auf der geraden Gleichung und dazu können wir diesen Punkt p nutzen. Also p geschrieben als Ortsvektor 3, 4, minus 6 ist unser Stützvektor. Und als Richtungsvektor, und das ist jetzt wichtig, die Gerade steht ja orthogonal zu der Ebene. Das bedeutet, wir können von unserer Ebene, die sich in Koordinatenform befindet, einfach den Normalvektor klauen. Seine Koordinaten sind genau die Koeffizienten von x1, x2 und x3, also 2, 3 und minus 5. Und das als Richtungsvektor für unsere Geraden benutzen. Und das wird natürlich immer so sein. Also somit, damit kann man sich immer gut helfen. Nur kurz, damit wir uns nicht falsch verstehen. Der Punkt ist immer der Stützvektor dieser Geraden und der Normalvektor der Ebene ist immer der Richtungsvektor. So könnt ihr immer die Geradengleichung aufstellen. Dann, unser Ziel war ja, L zu bestimmen. Und wir erkennen auch am Schaubild, L ist nichts anderes als der Schnittpunkt zwischen dieser Gerade und der Ebene. Das bedeutet, an dieser Stelle können wir ja diesen Schnittpunkt ausrechnen. Dafür zerlegen wir die Gerade in einzelnen Koordinaten, x1, x2 und x3, also wir zerlegen es zeilenweise. Haben wir x1 ist gleich 3 plus 2t, x2 ist dann 4 plus 3t und x3 ist dann minus 6 minus 5t. Und diese x1, x2 und x3 Koordinaten in Abhängigkeit von t setzen wir dann in unsere Ebene für x1, x2 und x3 ein. Entsprechend ergibt sich dann eine Gleichung und die lautet 2 mal 3 plus 2t plus 3 mal 4 plus 3t minus 5 mal minus 6 minus 5t sind entsprechend 10. Wir lösen die Klammer auf, fassen zusammen und formen nach t. Also 6 plus 4t plus 12 plus 9t plus 30 und plus 25t sind gleich 10. Dann fassen wir beispielsweise zuerst die t's zusammen. 4 plus 9t sind 13 plus 25 sind 38t. Dann die Zahlen, 6 plus 12 sind 18 plus 30 sind 48. Diese 48 können wir rüberbringen mit minus 48 und dann haben wir auf der rechten Seite minus 38 stehen, geteilt durch 38, somit kommt für t ein schöner Wert raus und zwar minus 1. Diesen t-Wert benutzen wir jetzt in unserer Geradengleichung, um die Koordinaten des Lotfußpunktes zu bestimmen. Das bedeutet, ich schreibe hier abgekürzt an der Seite, t in g einsetzen. Und damit kriegen wir die Koordinaten von L raus. Ihr könnt es entweder oben in die Geradengleichung oder hier in die zerlegte einsetzen, das ist egal. Somit kriegen wir für L raus 1, 1 und minus 6, minus minus, also plus 5 sind dann minus 1. Gut, und jetzt sind wir soweit, dass wir P' bestimmen. Also der zweite und der letzte Schritt ist, diesen Bildpunkt P' zu bestimmen. Dafür, wie bei Punktspiegelung, bilden wir eine Linearkombination über den Ursprung. Also, wir suchen hier OP' und dann gehen wir erstmal zu OL und dann von L zu P', als Vektor per L natürlich. Also, unser Ansatz lautet dann entsprechend, Vektor OP' ist gleich OL plus PL. OL sind selbstverständlich die Koordinaten des Lotfußpunktes, 1, 1, minus 1. Und den Vektor PL ist natürlich wieder ein Richtungs- oder Verbindungsvektor, den müssen wir noch bilden. Das ist dann entsprechend L minus P. Also 1 minus 3 sind dann minus 2, 1 minus 4 sind minus 3 und minus 1, minus minus 6 sind selbstverständlich 5. Zusammengefasst ergibt das Ganze 1 minus 2 sind minus 1, 1 minus 3 sind minus 2 und minus 1 plus 5 sind 4. Das sind dann die Koordinaten des Bildpunktes. Minus 1, minus 2 und 4. Das war dann die Spiegelung vom Punkt P
an der Ebene E. An dieser Stelle noch ein paar kleine Hinweise. Sehr oft wird die Spiegelung in der Vektorgeometrie auch mit der Symmetrie in Zusammenhang gebracht, und zwar es ist mehr oder weniger das Gleiche. Wenn wir einen Punkt an einer Ebene spiegeln, dann können wir auch sagen, dass der Punkt und der Spiegelpunkt symmetrisch zur Ebene stehen. Also man kann es auch als Symmetrie bezeichnen. Zweitens, es gibt noch andere Fälle bei der Spiegelung, wie zum Beispiel Spiegelung von einem Punkt an einer Geraden oder Spiegelung von Geraden an Ebenen und so weiter, die ebenfalls für die Abiturprüfung von großer Bedeutung sind. Und wenn ihr noch einer dieser anderen Fälle sucht, in der gleichen Playlist für die Vektorgeometrie, findet ihr auch andere Tutorials zu diesem Thema. Und nicht vergessen, es gibt drei Arten von Mathematikern, die zählen können und die nicht zählen können.